Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel, heute mit dem SCB Verse Report. Das da ist Cecilia. Genau, und das da ist Beste. Und wir machen das heute mal in dieser Konstellation. Und wir beginnen mal mit unserem Hot Topic, nämlich... Genau, der Road to Citizen Con. Da war eine Menge los, ne? Ja, da war sehr viel los und also wie gesagt, es geht ja da um dieses Event auf der CitizenCon. Sie haben ja da viele verschiedene Sachen vorgestellt. Zum einen die prozedurale Planetentechnologie 2.0 bzw. V2 und natürlich auch die Roadmap, also was uns da kommen wird, von 3.0 bis 4.0. Und und das Spectrum haben sie uns gezeigt. Also wirklich ein sehr geiles Tool, mit dem wir später sehr viel arbeiten und kommunizieren können. Aber es gab halt auch einen kleinen Verdruss dort. Ja, es gab viele Tränen, denn auch bei mir muss ich leider zugeben. Und da war ich auch ein bisschen angepisst, muss ich mal sagen. Weil Squadron 42 wird ja nun nicht Ende des Jahres fertig werden. Da waren viele Backer und Spieler enttäuscht, ganz klar. Aber sie haben auch nochmal betont, dass das ganze Team um Chris Roberts total enttäuscht war, dass sie halt uns nicht wie angekündigt das Demo-Kapitel zeigen konnten und dass es auch nicht fertiggestellt werden kann. Und aber wobei Ben an dieser Stelle gesagt hat, er ist eigentlich ganz froh, dass Chris auch mal Nein sagt. Und ja. Nein sagen muss man auch können, das musste ich auch schon in meinem Leben lernen. Ja. Also von daher haben sie uns eine Spezialfolge diesmal zur Verfügung gestellt und uns damit gezeigt, was war eigentlich die letzten zwei Wochen vor der CitizenCon los. Was hatten sie da für Stress? Warum hat es alles zum Beispiel jetzt im Punkto Squadron 42 nicht so geklappt, wie sie es wollten? Oder warum haben sie uns noch nicht dieses High-Level quasi gezeigt, wie sie es gerne machen wollten? Also guckt es euch selber an, war spannend reinzuschauen und vielleicht hat man dadurch dann auch mehr Verständnis. Ja, vor allen Dingen auch wirklich für die Entwicklung hinten dran. Also man hat auch gesehen, auch ein Chris Roberts kann sehr angespannt sein und auch ganz anders reagieren. Und das war echt, also es war mal schön, diesen Einblick dort rein zu haben und zu sehen, dass vor allen Dingen sie, also die Entwickler, selbst unheimlich enttäuscht waren, uns das nicht zeigen zu können. Ja, vor allem, wenn man so riesen Erwartungen hatte, ne? Nach der Gamescom war das ja echt so, oh, krass, ja. Was kommt da noch mehr? Und ja, auf jeden Fall schön, das von deren Seite auch zu sehen und zu hören und das authentisch auch wirklich übermittelt zu bekommen. Mhm. Das war unser Hot Topic. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter in die Weekly Updates. Das machen wir. Ja, da angefangen mit Reverse the Verse. Was gab's da? Da gab es eigentlich ganz viele Fragen. Ne? Da wurden sehr viele Fragen gestellt, richtig. Ja. Wir haben uns ein paar rausgetippt oder rausgepickt. Angefangen die erste Frage, wann können wir Treibstoff oder Fracht umfüllen, beziehungsweise wann können wir eigentlich auch kleinere Schiffe von großen Schiffen an- und abdocken? Ja, und da war die Antwort auch ganz klar. Also im nächsten Patch, also 2.6, wird das auf jeden Fall nicht der Fall sein. Aber 3.0 und weitere, also 3.1 auch vielleicht darum, werden diese Funktionen implementiert werden. Also haben wir da auch wieder so einen, wirklich so einen Status, wo wir wirklich sagen können, ab dem Zeitpunkt können wir uns da verlässlich drauf uns versichern, dass das damit kommt und uns auch drauf freuen. Also ja. Das wird auf jeden Fall super toll. Sie haben aber schon auch angedeutet, dass sie das mit der Idris als erstes machen wollen, richtig, weil die natürlich dann auch in Squadron 42 auftaucht bzw. genau, gebraucht wird. Ne? Mhm. Also da können wir uns drauf freuen. Was gab es noch Neues? Was wurde noch gefragt? Ja, dann gab es auch die Frage, ob jetzt das Update für die Cutlass-Varianten, die Red und die Blue, da in 3.1 fertig sein wird. Große Antwort, kurz und bündig, ja. Ja, das ist auf jeden Fall da der Fall. Das nächste geht ein bisschen weiter eigentlich. Wie war das da? Ging es ums Organisationssystem. Ah ja. Genau, also was dann halt später Spectrum heißen wird, was wir ja auch schon vorgestellt bekommen haben und wie es dort mit der Flottenansicht sein wird. Ach ja, oh ja, das ist ein bisschen komplexer. Also generell kann man sagen, also dass die bestehenden Management- und administrativen Funktionen jetzt also im Prinzip auf der Webseite später mit implementiert werden und das wird durch zusätzliche Funktionen immer wieder erweitert und vor allen Dingen haben sie da gesagt, diese Echtzeitbenachrichtigung im Chat ist eines der größten Features, also das soll das Ganze noch immersiver gestalten und im Prinzip für uns noch greifbarer machen, weil es da einfach die Brücke zwischen unserem Real Life schlägt und den tatsächlichen Ingame-Operationen. Und die Flottenansicht, die wird kommen, wenn sie einen größeren Überblick über das gesamte Spieldesign haben. Also es geht letztendlich darum zu sehen, okay, wie kann man da eigentlich meine eigene private Flotte steuern, wie kann ich das alles selbst mir angliedern und wie kann ich das vielleicht auch mit anderen teilen, vielleicht irgendwie Richtung Organisation oder auch mit einem Freund irgendwie mir ein Schiff teilen. Und wenn sie das so ein bisschen ausdifferenziert haben, dann gibt es da auch ein eigenes Tool zur Flottenansicht. Also da wird noch sehr viel kommen. Genau, und selbst außerhalb des Spiels, ne, haben sie das auch ja, gesagt. Ja, genau. Das,
einbauen wollen. Ja, dann gab es noch eine Frage. Wie ist das eigentlich all das, was wir in der CitizenCon-Demo gesehen haben? Was davon wird in Bezug auf technischen oder ja, auf technischen Punkten, was davon wird dann überhaupt integriert sein? Was wird drin sein? Und da haben sie ganz klar gesagt, alles und mehr wird auf jeden Fall dann vorhanden sein. Und die Betonung auf mehr. Sie haben sich dann natürlich auch wieder so ein bisschen so überraschungsfaktormäßig, was wird dann noch kommen, aber ja, das ist dein Thema. Das ist genau hier, PC-Freak, ahoi. Ja. Also generell wurde gesagt, sie benutzen ein i7 mit 6 Kernen, das genaue Modell wurde jetzt nicht genannt. Ich persönlich spekuliere darauf, dass sie durch diese Partnerschaft mit Intel vermutlich den i7-6800K verwendet haben, ist aber natürlich auch jetzt nur Spekulation meiner Seite, weil das der sozusagen aus der neuesten Prozessorreihe der einzige ist, der 6 Kerne besitzt. Ansonsten haben sie eine GeForce GTX 1080 von Asus, das Asus-Modell haben sie sich da genommen und sie benutzen 64 GB RAM. Also mehr ist da auch gar nicht jetzt dazu zu sagen, weil das Netzteil und das Mainboard haben sie jetzt nicht groß rausgebracht, weil das so die Hauptkomponenten waren, aber ja, das haben sie da so großteilig verwendet. Und dann gab es die nächste Frage zu Star Marine. Gab es auch, das stimmt, aber erst die Instanzierungen, das war auch mal auf jeden Fall eine Frage. Genau. Wie ist es mit den Instanzen? Das war eine ganz wichtige Frage, wird ja auch immer wieder gestellt. Da haben sie ganz klar gesagt, auf kurze Sicht wird es so sein, dass bis zu 200 Instanzen halt möglich sein werden, beziehungsweise eine Interaktion stattfinden kann mit den Spielern. Auf lange Sicht wollen sie sogar bis zu 2000 Spielern ermöglichen, in einem bestimmten Bereich miteinander agieren zu können. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist ein großes Ziel, ja. Bin ich gespannt drauf, wo dann auch wieder Spectrum irgendwann hoffentlich in dem Zusammenhang zum Einsatz kommt. Anders kannst du es ja auch gar nicht koordinieren. Na, das stelle ich mir allein schon bei uns im Crashcore richtig gut vor, wenn man sieht, ja okay, da sind jetzt irgendwie 30, 40 Piraten im System drin und wenn wir da mit 2000 Leuten insgesamt rein können, kurz mal da so eine Nachricht, wenn Spectrum da ist, geschickt an alle mit dem Befehl, so wir joinen jetzt mal alle und dann machen wir die mal richtig fertig, geil. Vor allem das über einem Kanal, ne? Und nicht irgendwie, muss ich jetzt, gehe ich mal schnell bei WhatsApp, da NTS oder da und so. Richtig. Das ist alles in einem und das ist super. Wird uns das alles erleichtern. Ja, was gab's noch Neues? Ach genau, Quantensprünge aus der Atmosphäre. Das haben wir ja in der CitizenCon-Demo gesehen. War ganz klar die Frage, wird das dann auch möglich sein? Haben sie gesagt, nein, wird nicht möglich sein. War jetzt nur für die Demo gedacht, eben als Beschleunigung sozusagen. Damit man da auf diesen Planeten da drauf kommen kann, wo wir uns da gesehen haben, diesen Mond mit diesen Giftgasen, diesen Industriegebieten da, um da relativ schnell hinzukommen. Aber das soll eigentlich nicht funktionieren. Also das werden sie noch intern eruieren, wie sie das genau dann auch machen und begründen, dass das nicht geht. Aber sie haben schon direkt im Vorfeld gesagt, nee, geht nicht. Ja. Und kommen wir mal zur nächsten Frage tatsächlich. Da geht es tatsächlich um die Mechanik so ein bisschen. Da geht es darum, dass gefragt wurde, die Munition von zerstörten Schiffen, die schwebt ja dann im Marina Commander rum, da kann man dann durchfliegen und dann hat man die eingesackt und kann die weiterverwenden. Die Frage war dann, wird das denn im PU also genauso sein? Also, dass da irgendwie Schiffe, wenn die kaputt gehen, irgendwie das Ganze so droppen und da fliegt man durch und hat es dann. Und da ist auch die Antwort ganz klar, nein, das soll nicht so sein, das soll nicht so passieren. Dass man das im Marina Commander macht, dient lediglich dazu, dass man etwas vereinfachter an diese ganze Flug- und Dogfight-Mechanik so ein bisschen herangeführt werden soll und dass es so ein bisschen einfacher von der Hand geht. Aber wenn wir uns mal ein bisschen an die Hand nehmen, also im PU soll es ja dann tatsächlich sehr immersiv und realistisch sein und da ist es nicht so, dass man durch eine Kiste durchfliegt und hat die dann eingesammelt. Das ist so ein bisschen, nicht so wirklich authentisch oder immersiv. Apropos immersiv, da gab es ja auch noch die Frage dann zum Stanton-System, ne? Wie die prozedurale Planetentechnologie angewendet werden soll auf den 4 Planeten im Stanton-System. Und da haben sie auch ganz klar betont, das soll auch, wie gesagt, immersiv sein. Das Ganze soll wie ursprünglich gestaltet eben benutzt werden, ne? Und dass man eben tausende von Möglichkeiten hat. Ja, wir haben ja das Tool ja auch gesehen, mit dem sie die Planeten so ein bisschen gestalten. Und sie wollen halt wirklich dieses Stanton-System an sich den Planeten so belassen, aber wollen den halt so detailreich wirklich gestalten, dass diese immersive Tiefe wirklich sich bis zur Unendlichkeit tatsächlich so sich ausdehnen lässt und man dort halt so viele Möglichkeiten, was zu entdecken oder was zu erforschen. Also da wird es wirklich sehr, sehr tief in die Materie reingehen. Ja. Eine weitere Frage, wolltest du die stellen? Ja, die kann ich stellen. Weil du so schön angeatmet hast. Denn jetzt kommt es richtig schön zu meinem Lieblingstopic, Star Marine. Ich freue mich so auf Star Marine. Ja, und da geht es tatsächlich darum, Star Marine, ob das die KI beinhalten wird. Also ob wir tatsächlich wirklich gegen NPCs da wirklich kämpfen und fighten können. Und die Antwort ist auch ganz klar, ja, aber nicht in 2.6. Ja. Also aufschreiben, 2.6 hat noch keine KI drin. Ja, 3.0. Ja. Da könntest du. Und da kommt es in so einem Horden-Modus. Also
Was das jetzt genau ist, könnt ihr vermutlich auch nur spekulativ uns ausdenken, aber so Horde an sich, ich vermute mal, dass das so ähnlich ist wie bei dem Vandal Swarm im Arena Commander, also dass irgendwo aus irgendwelchen Punkten immer feindliche NPCs spawnen und du musst dann vielleicht ein Gebiet oder dich selbst gegen diese verteidigen, ja, genau. Richtig. Und die werden immer stärker mit jeder Welle da. Ja, das ist so ungefähr die Vorstellung. Klingt schlüssig, kann auch anders sein, schreibt uns das sonst unten in den Chat bitte, dann lernen wir auch noch was, falls ja, klar, das gerne. Sein sollte. Genau, dann war auch eine wichtige Frage für alle, die Saterball-Fans sind, was ist eigentlich damit los, wird das irgendwie kommen in 2.6, ja oder nein, eher in 3.0, das ist das große Ziel. Ja. Ja, dann Sandstürme, Naturkatastrophen, Das war ja auch so ein großes Ding. Das war auch so ein großes Ding, wo wir wieder beim Sandwurm wären, ne? Ja, ja, Dune lässt grüßen, ne? Genau. Also da ist es jetzt wirklich so, da wurde wirklich die Frage gestellt, kann man jetzt tatsächlich, wenn man durch solche Gebiete durchfliegt und dann wirklich solche Katastrophen passieren, wie zum Beispiel der Sandsturm, hat das Auswirkungen auf das Schiff? Also wirklich, und ich meine jetzt nicht nur vom Flugverhalten, sondern wirklich auf die Tauglichkeit, auf den Zustand des Schiffs. Und da ist auch die Antwort ganz klar, ja. Also die werden sogar extra eingebaut, um das Erreichen an gewisse Punkte oder Ziele oder Zielvorgaben schwieriger zu gestalten. Oder muss eventuell sogar in Kauf nehmen, schwere Beschädigungen am Schiff hinzunehmen. Oder muss sich halt eine Alternativroute überlegen, dorthin zu kommen. Also dort wird uns auch so ein bisschen, ein bisschen Vielfalt geboten. Ja, ist ja sonst langweilig, wenn du da immer gleich durch bist, so wie früher so die Level, ne? Das ist dann irgendwie... erledigt, ja, und jetzt? Ja, und so, und jetzt so, jetzt bin ich da, ja, okay, genau. War nicht so spannend, ja, genau. Ne? Ja. Ja, so, damit sind wir durch mit Reverse the Verse, wie gesagt, gab viele spannende Fragen, noch mehr spannende Fragen, könnt ihr dann alles nachlesen, wurde auch wieder für euch übersetzt. Ansonsten gehen wir weiter zu Ben's Day mit Batgirl Nicole D'Angelo. Und da haben wir uns auch ein paar Fragen rausgepickt. Eine Sache, die lag Ben so ein bisschen am Herzen, deswegen wollen wir sie jetzt hier auch erwähnt haben. Und zwar ging es ja jetzt als letztes Beispiel um die Polaris, ob es jetzt so ein bisschen so eine Kampagne-Veranstaltung, wollte ich nicht sagen, genau, danke, Kampagne war, um sie zu verkaufen. Also da hat Ben ganz klar dazu gesagt, überhaupt diese ganzen Schiffsverkäufe, zum Beispiel zur Gamescom oder zur CitizenCon, dass es im Prinzip ja auf seinen Mist gewachsen ist, so seine Idee war, weil er einerseits sagt, okay, wir wollen ja den Leuten die Schiffe zugänglich machen, wir wollen, dass sie sie ausprobieren, wir wollen, dass sie sie haben. Mhm. Einerseits ist es natürlich doof, dass man sie quasi damit verkauft oder überhaupt, dass es so ein Verkaufscharakter hat, ne? Mhm. Gleichzeitig sagt er aber auch, ja, wir wollen aber oder wir müssen auch das Geld reinkriegen für die Entwicklung des Spiels. Also damit findet das Ganze wieder so seine Berechtigung. Und deshalb sind halt so Sachen eingebaut wie, dass man das Einschmelzen machen kann der Schiffe. Oder wenn ich ein anderes Schiff besser finde, dass ich dann später mit dem Cross-Chassis-Upgrade das Schiff ja aufpäppeln kann. Also man ist halt nicht an ein Schiff gebunden, aber man kann es zumindest früh erwerben, austesten und damit der Entwicklung des Spiels helfen. Mhm. Und dann haben sie ja noch den Punkt da genannt mit diesem insgesamt Einschmelzen, was da so... Ah, genau. Ja. Also war ja auch so die Frage, ne? Ja, ja. Geht irgendwie rum, soll das ganz verschwinden, das Einschmelzen? Ne? Ja. Das meinst oder du? Dass ihr, genau, dass irgendwann die geblockt werden soll, dass irgendwann rausgenommen wird, die Option, weil da, das ist so irgendwie in den RSI-Foren, wurde da so ein bisschen drin rumgegeistert und das wurde so ein bisschen gestreut und wurde sich auch dazu geäußert und da ist auch die Antwort ganz klar, nee, das holen sie jetzt erstmal irgendwie nicht raus, das ist auch jetzt momentan in der kurzfristigen Planung gar nicht drin. Erst wenn das fertige Spiel starten soll. Ja, ganz offiziell dann eben, ne? Genau. Dann soll das im Prinzip rausgenommen werden, dass man sich im Prinzip deine Schiffe wirklich jetzt final aussucht, mit denen man dann in das Persistent Universe dann reinstartet. Aber nochmal an der Stelle wirklich ganz obacht, erst wenn das Spiel offiziell wirklich released. Das heißt, keine Alpha, keine Beta, sondern wirklich Original Star Citizen. Genau. Dann wird es natürlich nochmal so einen letzten Wipe geben im Prinzip, aber dann muss man sich schon auch mal langsam entscheiden, welches Schiff will ich denn jetzt mit ins Universum nehmen und welches eher nicht. Ja, das war's dazu. Oder gab's eine... Ah, nee, Quatsch. Wollten wir das jetzt noch mit der Hornet F8 Lightning? Wir können es doch kurz mal anschneiden. Also nicht groß was Neues, aber zur Hornet F8 Lightning. Nur kurz gesagt, was wir eigentlich alle schon wissen, wird dem Militär vorbehalten sein. Mhm. Dann gab es noch eine Frage zur Hurricane. Ben hat sich diesmal nicht so hinreißen lassen und Sachen beantwortet, hat eher ein bisschen geschwiegen. Der hat da wirklich gar nichts dazu gesagt. Aber es ist eigentlich schade, es gibt so viele Leute, es gibt ja Konzeptbilder von der F8 Lightning und die sieht ja wirklich schon richtig geil aus. Es ist ja ein schwerer Jäger, so ein bisschen die F8 Lightning ist sozusagen der größere Bruder
oder von der Front. Aber natürlich da, wenn sie dem Militär vorbehalten wird, dann werden wir sie vermutlich nicht kriegen können oder irgendwie nur über Umstände. Aber seien wir mal drauf gespannt. Ja, das war das. Dann sind wir eigentlich auch schon bei unseren Videos. Bei unseren eigenen Videos. Genau, bei den eigenen Videos auf dem Channel. Was war da los? Unter anderem habt ihr euch mit der Polaris beschäftigt. Ja. Ne? Sawyer und du habt das Q&A gemacht, Teil 1. Das Video ist auf jeden Fall online. Ja, das ist unser spezielles Facepalm Q&A. Wir haben mal wirklich schon die richtigen Kloppi-Fragen gekriegt und mussten es auch dementsprechend bewerten und kommentieren. Aber Kloppi-Fragen für Kloppis! Ja, so sieht's aus. Also wirklich, das ist ja also alles gut, alles so gut. Gemein. Nein. Sorry, Sawyer. Liebe Grüße an dich. Ja, generell gibt es auch auf SCB nochmal den Q&A Teil 1. Könnt ihr auch da nachlesen. Und der Q&A Teil 2, den haben wir tatsächlich bei uns im 10K Livestream gemacht. Genau, gecovert. Haben Reason und Dozer gecovert, haben da fleißig die Fragen beantwortet. Auch das könnt ihr nochmal nachschauen und auch nachlesen auf SCB. Jawohl. Da wird es eine Portierung von dem Twitch-Teil auf den YouTube-Channel geben. Genau. Ja, was gab's noch? Genau, diese Woche kam Folge 4 von Orbital Supermax raus. Habe ich wieder für euch eingelesen. War das Folge 3, wo ich da rumgerülpst habe? Oder Folge 4, weiß ich nicht. Da hat sich so ein bisschen geekelt. Aber ich habe drauf bestanden. Ja, auf jeden Fall, die neue Folge wird Donnerstag wiederkommen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Und ansonsten gab es Neues? Das Tool. Tool. Das Tool zur Planeten, also zu dieser prozeduralen Planetentechnologie, was wir ja auch gesehen haben. Da hat Sawyer ein Voice-Over gemacht und auch das Video da online gestellt, um da zu sehen oder um wirklich mal jedem den Einblick zu geben, wie arbeiten die dort eigentlich, dass wir das Ganze auch das mal auf ich auch gut. Deutsch meinen. Ja, genau, ja. Da geht man das ein bisschen besser. Und dann gab es natürlich noch den Progress Report, den haben Weason und Sawyer auch aufgenommen und euch nochmal alles aufgelistet, was wird denn jetzt alles kommen von 3.0 bis 3.1 und wie gesagt, was wurde nochmal auf der CitizenCon gezeigt, was waren die tollen Sachen und... Da gab es tatsächlich, haben sie es noch so bis wirklich komplett bis 4.0 durchgesponnen, die beiden. Also mit sämtlichen Mechaniken, die dann angedacht sind für die einzelnen Versionsnummern 3.1, 3.2, 3.3 bis 4.0 tatsächlich. Und reinschauen lohnt sich, weil es wird da wirklich sehr, sehr viel passieren, was die Mechanik in-game angeht. Ja. So, damit sind wir durch für diese Woche. Ich freue mich, dass du hier warst bei uns. Ich freue mich Hat auch. Spaß gemacht. Komm mal bald wieder. Ja, gerne. Das dauert immer so lange, ne, dass man sich wieder sieht. Obwohl... Nächste Woche? Sitcon. Wir hoffen, dass wir euch da auch sehen. Eine Frage haben wir noch in puncto Interaction. Falls ihr reingeschaut habt, wir hoffen das natürlich. Wir haben da viele Zuschauerzahlen gesehen. Mhm. Wie fandet ihr denn unseren 10K-Livestream? Also wir waren natürlich echt happy und danken euch nochmal an dieser Stelle, dass ihr uns immer so fleißig unterstützt. Und wir hoffen, dass er euch auch gefallen hat. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ein bisschen Müdigkeit, wobei ich nicht ganz so lange dabei war wie ihr. Ja, wir hatten ein paar Komplikationen. Wir waren sehr lange auf tatsächlich, wegen Vorbereitung und so. Und Luis und ich, wir haben da echt ein bisschen... Was lange währt, wird gut. Ja, richtig. Also es war schon gut. Aber ja, wie hat es euch denn gefallen? Also schreibt uns auf jeden Fall mal, vor allen Dingen auch unten in die Kommentare. Also was wünscht ihr euch noch? Also was könnten wir vielleicht nochmal irgendwie in dieser Form veranstalten? Habt ihr da Bock drauf? Also das wird uns wirklich wahnsinnig interessieren. 24 Stunden. Oh Gott. Livestream. Oh, bitte bei 24, aber das hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen. Ja, jetzt kommen die Leute an. Okay. Oh Gott. Egal. Also schreibt uns rein, wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiter guckt. Hinterlasst uns Abos. Sagt es natürlich all euren Freunden. Teilt das Video, gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es nicht so gut war, gebt uns einen Daumen runter und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und ansonsten. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, könnt ihr auf Patreon gehen. Ja. Gut. Dann sagen in der Hinsicht Cecilia und Westem, see you on the flight deck!